Hi, ich bin der Günther, ich aus Wörmbude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Letztes Mal haben wir gefühlt die ganze Folge oben in dem einen Speziallevel gehockt. Und es hat keinen Spaß gemacht, weil das Level einfach Trash ist. Und ich glaube, worum es in diesem Geisterhaus geht, brauche ich jetzt schon nicht mehr zu erklären. Die Dinger haben, soweit ich weiß, 3 Leben. Aber mit einer Stampfattacke zieht man den alle auf einmal ab. Ich wollte nur gerade nochmal sicher gehen, ob es 2 oder 3 Leben sind. Und ja. Ich glaube wirklich, man sieht schon gut genug, worum es in dem Level geht. Apropos, man sieht gut genug. Ich glaube, dass hier was ist, muss ich auch keinem erzählen. So, und hier seht ihr nochmal, das ist direkt der Kill mit nur einem Hit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Secret Exit ist, wo die Starcoins sind. Ich erinnere mich nicht mehr an dieses Geisterhaus. So, hier sind dann 2 Ranken. Das dient offensichtlich. Ich wollte die gar nicht aufnehmen. Propellerpilz ist mir eigentlich lieber, aber meinetwegen dann halt schon. Was bringt mir dieses andere Trampolin da unten? Man kann die nicht stacken in dem Spiel, hä? Oh, Millimeter. Ja, ich werde gehittet. Wie kommt man da hoch? Ich verstehe das gerade nicht ganz. Boah, vor allem nicht, wenn der nicht den High Jump macht. Hä? Die erwarten ja wohl nicht, dass ich auf dem Block da das Trampolin lege. Vielleicht erwarten sie es nicht, aber ich schaff's tatsächlich irgendwie und ich verstehe selber nicht wie. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, drauf zu springen. Hä? Das reicht nicht? Aus bewegenden Blöcken können doch keine Ranken rauskommen, oder? Das wäre mir zumindest neu. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Aber man schafft das nicht, bis der Schalter ausgelaufen ist. Hier, das schafft man nicht, Punkt. Hä? Danke, dass ich das nicht aufnehmen darf, das Trampolin. Ja, ich sterbe hier auch noch. What the fuck ist das schon wieder für ein Trash? Ja, ich gehe jetzt weiter, auch wenn wir damit jetzt schon das erste Secret Save verpasst haben. Was? Okay, wenn das die dritte Starcoin ist, dann geht's. Dann geht's noch irgendwie. So, den brauche ich mal. Aber ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wie man das ohne Propellerpilz schaffen soll. Oh, ich muss sogar durch die Tür zurück. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das gehen soll. Und da werden sehr wahrscheinlich Secret Exe... Hä? Hä? Warum ist hier der Secret Exit? Ich bin gerade komplett verwirrt.
Ach stimmt, ich bin ja ganz am Anfang des Levels schon woanders abgebogen. Dann ist es auch möglich, dass da überhaupt keine Starcoin ist auf dem Weg, wo ich war. What the fuck? Ey, dieses Level ist verwirrend. Aber, ja, ihr nervt mich. Wir gehen jetzt mal den normalen Weg. Wir müssen den ja eh noch holen, den anderen Exit. Natürlich gibt's da kein Item. Ja, nee, aber dann hoffe ich jetzt auch einfach mal, dass wir nur ein Münz-Secret damit verpassen. Das hat irgendwie sehr in der Wand geklebt, das Fass, aber nichts Besonderes da. So. Wäre halt natürlich sehr schön, wenn das auf dem Weg liegen würde, die Starcoin. Davon ausgehen würde ich allerdings nicht. Nämlich. Entweder ist nur eine dieser Türen richtig oder vielleicht ist auch eine ein Secret. Nein, es ist nur eine richtig. Ja, dann wird hier wahrscheinlich der normale Exit direkt sein. Aber die zweite Starcoin, ich meine, ich weiß, wo sie ist, aber wie man drankommt, ist mir ein Rätsel. Ich wüsste es, wenn die Trampoline in dem Game irgendwie auf... Oh, vergesst es. Hier ist noch ein Raum und an den erinnere ich mich. Ja, also war das offensichtlich wirklich nur ein Münz-Secret. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, als ich da hochgesprungen bin und keine Starcoin erspäht habe und, ich wollte gerade sagen, hier ist noch ein Levelabschnitt. So. Die sind irgendwie relativ langsam in dem Game. Ich glaube, in Mario Bros. DS kamen die schon zum ersten Mal vor. Da waren die, glaube ich, deutlich schneller. Deswegen ist es auch ziemlich easy, hier auf den und damit auf die an die Zielspitze zu kommen. So, damit fehlen uns noch zwei normale Level. Ich will Welt 7 in dieser Welt schon abschließen. Und der hat keinen Bock, dann halt nicht. Secret Exits fehlen uns keine mehr, aber wir können den Hintereingang zur Festung noch nehmen. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, die dritte Starcoin erhält man nur dadurch. Oh, und Bewegungssteuerung. Yay. Das Level wird, glaube ich, nicht so ein Spaß. Hä? Bin ich gerade komplett verwirrt? Warum ändert sich das Level-Thema auf einmal vollkommen? Ich dachte, das Level basiert auf diesen bewegenden Plattformen. Warum sind wir auf einmal hier? Das war der Weg weiter. Wow! Ah, und jetzt kommen die bewegenden Plattformen. Ja. Und ich muss nochmal zurück. Weil ich mich einfach nur auf der Röhre ducken wollte und dann war das der Weg weiter. Das ist ja so ein Bullshit. Aber okay, das heißt, aus irgendeinem Grund sind einfach die beiden Hälften des Levels komplett anders designtechnisch. Das steuert man übrigens ganz normal mit Neigen der Fernbedienung. Egal, ob man jetzt drauf ist auf der Plattform oder nicht. Ich weiß jetzt schon, dass der zweite Abschnitt des Levels sehr spaßig wird auch. So, ich hoffe einfach mal, dass die Starcoin am Ende dieses Abschnitts die einzige vorm Checkpoint ist. Jetzt bekommen wir auch wieder eine Eisblume, gut. Oh Gott, die sind ja... Oh mein Gott, dass ich da nicht gehittet wurde. Ja klar! Ey, das ist doch ein Joke! Jetzt werde ich hier noch zweimal gehittet. Irgendwie seit der letzten Folge läuft gefühlt nichts mehr in diesem Game.
So, da hinten dürfte noch ein Secret One-Up sein, aber ist mir ehrlich gesagt doch recht. Schnuppe. So, hier muss man einfach ein bisschen... Ah, das ist ekelhaft. Aber wir haben's. Ich kann hier einfach durch, das macht's einfacher. Es ist ein ekelhafter Bereich, aber irgendwie auch cool. Und wo zur Hölle? Ich dachte irgendwie, weil die Röhren so angeordnet sind, dass wir am Ziel sind. Nee, noch nicht ganz. Irgendwie ist diese gelbe unbeweglich. Okay, dann halt nicht. Hä? Die da aber! Ja. Das wird gar nichts. Die letzte Starcoin. Ich bin mir eigentlich wüsste auch, wie der Bereich aussieht. Das ist eine Sub-Area, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo die ist. Aber wo die Sub-Area ist, weiß ich nicht. Obwohl, war es eine Sub-Area? Wir werden es sehen. Ich glaube, ich habe eine Vermutung. So, das war smooth. Das war smooth und ja, es ist genau diese Sub-Area. Hier kann man sich ein paar One-Ups fahren, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt wirklich in der Lücke gestorben wäre. Aber ja, wir haben die dritte Starcoin. Wir haben zwar die Feuerblume verloren, die eine Eisblume war, aber scheiß drauf. Und kommen hier auch noch an die Zielspitze, was uns einen Scheißdreck bringt, aber egal. Ein Level noch vor dem Castle und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für ein Level. Doch, das Level, an das ich gerade denke, ich bild mir ein, so grob was im Kopf zu haben. Irgendwie, es fehlt doch noch so ein Level, wo man aufwärts geht die ganze Zeit, oder? Ach nee, das Level! Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man die mit Feuerblume hitten kann. Ja, seht schon wieder, worum es in dem Level gehen wird. Das war natürlich berechnet. Ja, das Hauptelement sind diese Scheißviecher, die einem die Sicht vernebeln. Das Gute ist, ich bin sowieso unterbelichtet, daher bin ich's gewohnt. Machen wir weiter. Und das ist ja der 500 IQ-Move. Wenn ich auf einen dieser Blöcke drauf spinne, dann spinne ich automatisch auf dem Rest auch noch. Und das Spin macht ja die Wolken weg. Wo ist ein P-Switch? Wirklich? Ich meine ja, dass die Secrets in dem Game nicht so schwer sind, ist mir klar, aber das war jetzt schon... Das war jetzt schon ein bisschen zugeschenkt, oder nicht? Apropos geschenkt, guck mal, die dritte Starcoin. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil da vorne der Weg einfach weiterführt. Da kann man einfach rauslaufen. Ja, schaffen es nicht an die Spitze, aber... Egal, das Level ging jetzt wirklich sehr schnell. Irgendwie wirklich 2 Minuten für alle Starcoins. Und damit kommen wir zu Ludwigs Castle. Ach, das war das Castle. Das mag ich eigentlich. Anders als in Mario Bros. U, wo Ludwigs Castle eines der schlimmsten Level in meinen Augen ist. Aber... Man sieht, denke ich, schon, wo es wieder drauf hinausläuft. Ich mag auch das grundlegende Design. Und das wird später auch noch recht herausfordernd, tatsächlich. Gibt es hier eine Eisblume, die mag ich lieber als Feuer. Ja, hier müssen wir gerade noch ein bisschen warten. Aber hier solche Stellen gibt's. Okay, die sind jetzt auch noch recht langsam.
ich weiß, dass das im Verlauf des Levels deutlich schneller wird. So, hier haben wir einen Riesenknochen trocken, den man nur mit einer Stampfattacke zum Zusammenfallen bringen und überhaupt nicht töten kann. Das war Klaus. Und jetzt wird's langsam schneller und damit auch wirklich interessant. Oh mein Gott, hier gab's Sumo Bros. Das sind eigentlich die fette Hammerbrüder, die noch eine Stampfattacke können, die einen stunt. So, jetzt wird's wieder ein bisschen tricky. Genau, ihr seid wieder, man muss einfach patient sein. Und wo war der Eingang zu dieser Scheißröhre? Ekelhaft. Das war close, aber man sieht's, wenn man nochmal zurückläuft. Ich hab mir gerade auch schon gedacht, da unten, das sieht irgendwie aus, als wäre da was. Ja, und ich hab mir gedacht, dass ich mich besser nicht bewegen sollte. Das scheinen aber die einzigen zwei von den Dingern zu sein. Ja, hier geht's wieder raus. Ich wollte mir nur erstmal die Sicht ein bisschen frei machen. Hier gibt es noch eine Eisblume, brauche ich aber nicht. Und hier ist die zweite Starcoin. Ich glaube, die dritte können wir gar nicht bekommen jetzt. Dazu müssen wir den Hintereingang, den wir durch den Secret Exit freigeschaltet haben, nehmen. Und jetzt werden die Dinger schnell. Okay, hier hätte ich es auch locker durchgeschafft. Lieber auf Nummer sicher. Na, das hätte ich auch nicht geschafft, glaube ich. Obwohl es wäre... Ach so! Da ist ja auch einer. Jo, noch so ein ekelhafter... Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo in einem dieser Fenster ein Item, oder? Ihr gebt mir doch nicht kein Item. Oh mein Gott. Ach, stimmt. Das Item dürfte auf dem Secret-Weg sein. Danke. Den kann man natürlich nicht erreichen von hier. Ah, und Ludwig ist sehr ekelhafteste Cooperling. Also, ab geht's. Hoffentlich verkacke ich's nicht. Der Kampf kann halt schon ekelhaft sein, muss man sagen. Das, was mit Abstand am schlechtesten ist, ist sein Move, nachdem man ihn trifft. Ihr seht ja schon, wie dieser Kampf so ungefähr aussieht. Das war gerade vom Teil ein bisschen mies. Der bleibt halt nur auf seiner einen Plattform da die ganze Zeit bei dem Move. Ihr seht, denke ich, warum der Kampf tricky sein kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann da einfach stehen bleiben, wenn man nah genug am Rand steht und ja. Dann noch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht gerade runterfällt. Und dann bekommt man auch den Schlüssel. Das Problem ist halt, dass es für den 100% Run der einzige Cooperling ist, den man im Castle zweimal bekämpfen muss. Eben weil es diesen Hintereingang über Secret Level gibt. So, das letzte Mal auch noch diese Sequenz. Denn wie ihr bestimmt so ziemlich alle wisst, Welt 8 ist die Finale. Und folgt dem Keck bitte nicht klar. Er wird dem Keck gleich folgen, ne? Stop! Überraschung. Ja, dieses Mal noch keine Nachricht, dass wir alle Starcoins haben, weil uns ja noch die dritte da fehlt. Und ich mag die Lava-Welt in diesem Game, abgesehen von zwei Leveln, glaube ich. Und das sind die zwei da nach dem Tower. In einem Speedrun erlebt man die sowieso nicht, weil in Level 2 gibt es einen Secret Exit.
Ich meine, ja, natürlich muss man Welt 8 spielen. Es gibt kein Secret Exit, der einen über die Finalwelt hinausschickt. Das würde irgendwie wenig Sinn machen. Aber, ja. So, wir steigen jetzt hier ein. Die Aufmachung erstmal ganz normal, aber wir kommen eben ganz woanders raus. Erstens, warum gibt es hier kein Item und komme ich nicht direkt beim... wo zum Fick ist die Starcoin? Wo ist die Starcoin? Die ist nicht beim Secret Weg. Oh. Wow. Wow. Da ist sie. Das heißt, man müsste das auch nicht zweimal spielen, wenn man einfach da mal gucken will. Ich habe halt nicht mehr gesucht, weil ich mir sicher war, dass die Starcoin auf einem geheimen Eingang ist. Und in Mario Bros. U gab es auch einen Castle, in dem es sowas gab. Und da war die auch im Geheimeingang. Danke übrigens, dass du einfach nicht abgebremst hast, Mario. Dann eben nochmal ohne Eisblume. Ah, das ist belastend. Wir hätten das schon hinter uns haben können. Aber ich war mir sicher, dass es da einfach im... ist da oben. So, das erste Level von Welt 8 schaffen wir dann übrigens auch noch. Das ist so ein Level, das gerade früher Mario Bros. Wii war ja mein erstes Wii-Game. Und eigentlich mein erstes richtiges Videogame überhaupt. Verkack jetzt ja nicht das Ludwig-Battle. Mal, war das nur Zufall, dass der letztes Mal immer auf die Plattform gegangen ist, wo ich war? Ich dachte, der macht das safe. Aber dieses Mal kein einziges Mal. Das macht es ja auch viel einfacher, wenn der auf eine andere einfach springt. Ihr habt ja gesehen, warum. Es macht es komplett free, ihn da zu hitten. Aber ja, jetzt haben wir auch die Starcoin noch. Damit alle in Welt 7. Und wir können in Welt 8 und dieses Level früher, es war so ziemlich das schwerste Level im Spiel, nicht nur für mich, sondern auch für viele meiner damaligen Freunde. Wir haben uns wirklich zu viert getroffen, nur um irgendwie dieses Level zu schaffen. Wir werden verfolgt von diesem Nebel, der einen One tötet. Es regnet Meteoriten. Das Level ist auch schon knackig. Auf jeden Fall nicht auf so einem Level, dass man das nicht schafft für mich heutzutage, aber es ist und bleibt ein knackiges Level. So, jetzt ziehen die Meteoriten nochmal ein bisschen an. Wird nochmal ein bisschen mehr. Ich denke, für weniger erfahrene Spieler, man sieht, warum das für die problematisch sein kann. Und wow, wurde da ja komplett eingekesselt. So, ich weiß auch gar nicht. Doch, es gibt einen Checkpoint und der müsste eigentlich hinter dieser Lavafontäne chillen. Man sieht im Hintergrund ja auch immer, wenn die Vulkane ausbrechen. An dem Punkt ist man relativ geschützt. Jetzt kommen noch solche Plattformen. Es wird nicht lustiger. Hier muss man aufpassen, bevor ein Meteorit kommt und die Plattform zerstört. Ah, die Wand kommt näher, der Vulkan bricht wieder aus. Oh mein Gott, das ist ja mies. Das ist eine ekelhafte Stelle. Also ich sehe schon, was das Level hier so knackig macht. Die Stelle ist gerade, wenn man keinen Pilz hat, mies.
weil da muss man theoretisch warten, bis Meteoroiden den ganzen Kram zerstören. Aber gleichzeitig muss man ja schnell sein wegen der Wand. Ja. Also das Level zerstört mich nicht mehr so wie früher, aber es ist doch echt knackig und ich muss sagen, cooles Level. Auch wenn wir es jetzt schon relativ easy first try mit allen 3 Starcoins geholt haben. So, 1 machen wir. Andererseits, das hat einen Secret Exit und ich will nicht mehr bei. Einen Exit holen wir noch, den anderen dann nächste Folge. Ich müsste noch wissen, wo der Secret Exit ist. Und wenn ja, dann holen wir den zuerst. Ich würde auch sagen, scheiß drauf. Wir lassen die Starcoins dann einfach in diesem Run mal aus, sondern holen noch einen Secret Exit und haben dann dieses volle Level-Erlebnis beim nächsten Mal. Wenn wir dann alle Starcoins und einen normalen Exit holen. Ich denke, worauf das Level basiert, ist schon wieder recht offensichtlich. Da ist die erste Starcoin. Okay, vergesst es. Wenn ich schon da stehe, dann nehme ich die auch mit. Es gibt keinen Grund, wirklich in der Starcoin zu kleben und sie dann doch nicht mitzunehmen. So. Hier haben wir auch schon die zweite Null. Das war close. Ah, da kam schneller der nächste, als ich dachte. Und hier ist der Secret Exit. Das heißt, 2 Starcoins haben wir auf dem Weg schon mitgenommen. Hier muss man sich eigentlich mit Jumps fortbewegen. Die Coins sind alle da. Oder fast alle, so. Da oben in der Decke waren sie halt drin. Jetzt kommen noch ein paar Goombas, aber kein Problem. Wir sind durch. Okay, wir sind auf 27 Minuten. Wir machen den normalen Exit noch. So. Ins Ziel. Wir haben noch die Zeit, um nochmal kurz hier durchzurennen. Das Level ist nicht lang. Uns fehlt nur eine Starcoin. Dann holen wir das auch noch, bevor wir das Level jetzt halb fertig beenden. Und ja, dieser Secret Exit bringt einen zu einem Level und nach dem kommt man direkt zum Finale. Deswegen nimmt man den Secret Exit in Speedruns auch. Wäre Schwachsinn, wenn man stattdessen irgendwie diese 4 teilweise echt langwierigen Level, die da auf dem Weg liegen, machen würde. So. Dann nochmal durch das Level durchrasen. Ist an sich auch ein cooles Level. Allgemein das Design mag ich sehr. Lavabelt ist auch allgemein eine meiner Lieblingswelten. Sie wird halt wirklich nur von 2 sehr ekligen Leveln runtergezogen. So, wir runnen ein bisschen durch. Perfekt abgepasst von mir, ich weiß. So, und diesmal gehen wir weiter geradeaus an dieser Stelle. Die Starcoin war jetzt irgendwie nicht schwer. Ja, abgesehen von dem einen unnötigen Hit, nachdem wir uns noch ein Item geholt haben, war das auch für einen Speedrun, denke ich, ganz gut, die Leistung. Ich hab schon Bock, hier bald mal wieder zu Speedrun und wahrscheinlich auch das Game dann mal zu nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange so ein durchschnittlicher Mario Bros. Wii Speedrun dauert. Kürzer als U bin ich mir relativ sicher. In U ist ja bei mir so 45 Minuten Sub 45 ist so das Ziel. Ich throw das nur immer mit 1 oder 2 dummen Fehlern. Also unter 40 sind in dem Spiel zu 100% drin. Man muss ja wirklich nur in Welt 1 bis Level 3 spielen.
Dann kommt man in Welt 5, da muss man bis zum Geisterhaus, halt die längste Welt. Aber das schafft man auch mit... Das Geisterhaus ist das 5. Level, wenn man die Route kurz hält. Und dann eben hier in Welt 8 nochmal 1, 2, 3, 4 Level. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.